Willkommen heute am Dienstagabend wieder mit dem Kevin, mit dem Alois, hallo. Elias, Michel und mir. Hallo. Weiter geht's mit dem Wechseln. Ich bin im Pinkel. Fertig machen. Und dann schauen wir mal. Ja, dann wollen wir mal ab rein hier. Weiter geht's. Wir waren ja auf dem Weg zur BGA. Da vorne ist er und da ist der Kevin. Dann wollen wir mal gucken. Kevin? Ja? Welche Seite? Warte. Jo, andere jetzt. Dass die hier frei ist. Alles klar, machen wir. Elias, ja, egal. Ja, ja. Fahr da vorne gleich ran. Jo. Fahr weiter. Ja. Ne? Ich hab denkt, wenn du vorhin so farbig. Ja. Jetzt würde die Kante hier oben kürzer, dann lohnt sich das. Dann kann man schon mal ein bisschen Gas geben und in die nächste Reihe reinfahren. Jo. So, Kevin, bitteschön. Ja, so. Weiter geht's. Jo. So. Na, wer steht hier oben am Feld? Ah, Michael. Alles gut. Du warst da hinter am Baum, ich weiß. Jo. So, ich bin auch wieder unterwegs. Jo. Wir fahren gleich nächste Reihe an. Hast du mitgekriegt? Achso, ja, nee, habe ich nicht. Ah, hier unten ist das ganz schön breit, aber... Boah, hier unten ist aber auch ein Stau, ein für den Verkehr, ne? Das ist ja der reinste Wahnsinn. Ja, es ist ganz ordentlich, ne? Feierabendverkehr. Ja, ist echt so. Bei den Beamten 9.30 Uhr. Jo. Ja, so ist das. Jo. Super, du kannst ja mal schreiben, ist der Fahrzeugsound zu laut oder kann ich da noch was umstellen? Oder? So, wie voll bist du, Michel? Ah, 40. Okay, bin jetzt gleich auch da. Jo. Also den Rosselmesh, den müssen wir mal reklamieren, glaube ich. So wie der am Eiern ist oder wie das das Rohr am Schwanken ist, ist ja eine Katastrophe. Ja, das ist nicht normal. Und jetzt geht's, wohin hat's flattert? Oh. Ja, das bei mir wackelt, bei mir flattert. Bei mir flattert es immer noch so. Okay. Ja.
Soll ich hinten dran bleiben oder hier warten? Kannst auf die andere Seite rüberfahren. Ja, bis 70%, also diese Reihe schaffen wir noch, aber hinten die andere Seite. Alles klar, dann stelle ich mich da hin. Jo. Und Alois, die letzte Tour, danach brauchst du nicht mehr. Dann reicht das. Jo. Ach, jetzt habe ich mich gerade dran gewöhnt. Ah, beim Grashäckseln holen wir euch dann wieder. Oh ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Jo, ich frage mich, was das ist. Fällt alles um. Und voll. Jo. Jo. Toll, fliegender Wechsel. Ja, meine Lieben, morgen Abend wollten wir ein bisschen ETS fahren. Vielleicht seid ihr ja dann dabei und wir treffen uns einfach auf Server 1 im Multiplayer. Und dann schauen wir mal. Ja, wir haben auch noch vor, eventuell mal so um 12 Stunden zu machen oder sowas. Auf alle Fälle so eine Art Weihnachtsfeier, wo wir so online mit Camps und so machen, da haben wir was vor. Ja, so. Schauen wir mal. Da braucht der Vater nur genug Energy, dann geht das, der Alois. So. Alois. Ach, Alois, Sepp. Jo, was denn? Du, sag mal, Kühe kriege ich die beim örtlichen Händler hier? Ja. Habt ihr einen großen Viehtransporter? Nee, noch nicht. Ah. Aber ist was in Planung. Ja, aber den bräuchte ich dann mal. Die liefern doch auch, oder nicht? Ja, aber das ist mir zu teuer. Da kann ich auch selber abholen fahren. Ach, so viel Geld nehmen die ja jetzt auch nicht, oder? Ja, muss man mal gucken, ne? So. Michel, du brauchst nicht mehr. Den Rest, den kriegt der Elias gleich rein. Jo. Elias, kannst die Startler machen. Ich bin bei 82. Ich denke, wir fahren jetzt noch mal einmal zurück, ne? Ja. So ein bisschen und dann kannst du dich hinten dranhängen. Jo.
Das ist ja nur noch Fliegenschiss, was hier drauf ist. Ja. Und voll. Voll, gut, Elias. Nicht so weit vor immer. Musst du, dass die Vorderräder vorne bei mir am Schneidwerk sind. Das ist eigentlich immer optimal. Und Michael, was macht mein Junge? Oh, ganz gut. Kevin, lass mich da mal hin. Weil das große Loch ist. Der Zug, der kommt, ne? Alles, danke. Wegen dem, dass alles passt. So. Michael, willst du das bisschen mit dem Radlader hier drauf kippen, wenn die ganz hinten abladen? Also weit ist es ja eigentlich ganz glatt. Nicht so weit vor. Ja, fahr mal ruhig noch weiter. Okay. Der zur Kack. Kommt ja gleich noch was. Ja. Oh, ich bin gleich da. Jo. Ich habe hier nur so zwei lahmarschige Autofahrer vor mir. Ich überhole die jetzt. Ja. Boah. Drecksau. Hier, da fahre ich gleich zum Hof und mache alles sauber. Jo. Ja, ich kann schon wieder Bescheid sagen, der kann hier auf dem Feld weitermachen. Ja. Kevin, ich fahr dann und entlad mal den Drescher, ne? Brauchst du nicht mehr. Hast du schon? Ja. Okay, super. Du kannst eigentlich gleich hoch zum Hof fahren, wenn du unten Abgang hast. Jo, alles klar, mache ich. Das Gedudel endlich zu Ende. Oh nee. So. Wo wollt ihr das hinhaben? Da, wo Michel steht. Ich komme nicht mehr da dran. Da, wo Michel steht. Also so ein Loch da rein, in das Loch, Michel? Ja, wenn es klappt, ja. Hinten in das Loch oder vorne? Ja, fahr einfach bis hinten in die Ecke und dann zur Not schiebe ich mit dem Radlader. Abkippen. Ja, warte eben, bis Alois raus ist. Aber ich würde sagen, auf die andere Seite. Ja, ja. Ah, der hat ja kaum was gefressen, die Kiste. Gut, ich bin dann weg.
Jo, danke. Kevin, wenn ich dich abholen soll, musst du sagen, ne? Nee, musst du nicht. Okay, alles klar, bis später. Halt. So. Dann machen wir jetzt mal eine kleine Rundfahrt hier durch die Stadt. Und gucken mal, ja, hier sind wir gestartet, hier sind wir hergekommen. Ja, vor ein paar Wochen sind wir dann hier und mussten uns abschleppen lassen vom Sepp und vom Michel. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht hier in Erlengrad. Also vor allem ist es eine recht ruhiges Fleckchen. Na komm, wir fahren mal hier rum. Schön an der Kirche vorbei. Haben wir schon lange nicht gemacht mehr, also von daher können wir mal vorbeifahren. So, dann fahren wir mal hier rum. Dann müssen wir nämlich auf der Rückseite vom Landhandel rauskommen. Oh, wir können ja mal hier reinfahren, komm. Rum. Da ist die Tankstelle, okay. So. Herr Sonnenpichler. Ah, wo ist er? Wo ist er? Sepp. Ja. Hi. So. Hänger. Da ja. Ist unser Leitfahrzeug. Ich wusste nicht, wohin damit. Da habe ich erstmal hier positioniert. Jo, weil mich hat nur gewundert, dass der noch dreckig ist. Ich bin direkt nach dem Ernten hier runtergefahren. Ja, okay, alles klar. Kann ich aber gerne sauber machen. Ansonsten sagst du meinem Jungen. Nein, nächstes Mal, wir werden hier nochmal außen einen hinstellen. Für so Leitdinger dann. Weil eine Waschhalle, das ist nicht jedermann. Wir wissen nicht alle, dass deine Waschhalle. Ja, habt ihr ja. Aber ansonsten stehen. Kannst du auch gerne eine Waschhalle dann immer fahren, demnächst. Ja, jetzt nicht, alles gut. Ja, kannst du den Kevin gleich machen lassen. Der sollte eh für Fahrzeuge putzen, wenn wir fertig sind, habe ich gesagt. Das trifft sich ja gut. Genau. Hänger würde ich dir hier stehen lassen. Oder pass auf, wir machen das anders. Mach das, dann fahre ich weg. Ja, dann fahre ich nämlich jetzt wieder hoch, weil ich wollte mal gucken wegen der Tiere. Mach das. Mal rüberfahren zum Händler, aber vorher mache ich, obwohl, weißt du was? Komm, den mache ich jetzt hier sauber. Den habe ich benutzt und meinen Muss mache ich gleich mit sauber. Ich will ja nicht so sein. Sind ja eh beides unsere Fahrzeuge, ne? Ja, so sieht's aus. Schön hier noch die Felgen sauber machen. Seppe, hab mir erst mal hier reingestellt. Ja, da steht er ganz gut. Lass ruhig trennen. Jo. So. Sepp, wo soll ich denn dir hinstellen? Wenn es geht, da vorne in die Halle rein, in die linke Leimbinderhalle. Also von der Straßenseite her, die. Ja, okay. Reinfahren kannst. Das wäre lieb. Natürlich. Oh, habt ihr hier schon wieder in der Halle stehen? Sepp. Ah.
Müssen ja nochmal eben schnell zwei Wagen in eine BGA fahren, dass die nicht leer läuft. Oh, okay. Hab ich mir gleich. Soll ich den hier leer laufen, stehen lassen? Ja, lass ihn stehen, genau. Ja, komm, dann fahre ich ihn dir jetzt rum und stellen dir dahin. Gleich an, ja. Ja, so sieht's aus, Leute. Das ist dann mal ein Tag am Landhandel gewesen. Bei uns ist der Tag noch nicht vorbei. Wir müssen erst die BGA füttern, eben schnell. In einem halben Jahr. Und wir müssen jetzt mal gucken, was Tiere kosten. Bitteschön, Sepp. Danke. Und viel Spaß noch. Danke, Alois. Bitte. Tschüss, Michel. Ciao. Kevin? Ja. Wo bist du? Dreschen. Bist du noch nicht fertig? Halbe Bahn noch. Okay, schaffst du das alleine? Ja. Okay. Ich bin dann jetzt mal eben beim Tierhändler. Mal gucken, was Kühe kosten, ne? Ja. Mit Lieferung oder ob wir die, ob wir uns einen Hänger holen zum selber transportieren. Ja, ich glaube, wenn wir uns einen Hänger holen, ist es glaube besser. Ja, gucken wir mal. Und ich würde gerne noch ein Feld kaufen, weil wir haben noch ein bisschen Geld, da können wir mal noch ein bisschen was machen. Ja. Und dann machen wir gleich noch die erste Rate, dann ist das auch erledigt. Ja. Was haben wir gesagt, was war nochmal die erste Rate, wie viel? Frag mich nicht. Ich hab's gar nicht mehr aufgeschrieben, ich glaube 10.000 oder so, ne? Wie hattest du genommen? 1,3. Ja, denk aber dran, nimm nicht so viel. Gib nicht so viel für ein Feld aus, weil der Klaas Drescher ist auch schon bei ihm selbst im Hinterkopf, ne? Ach so, ja, nee, dann lass uns das dann machen. Sobald wir die Fahrzeuge haben. Ja, was würde denn noch kosten? 300.000 vielleicht. Ja, aber wir haben ja auch noch den Johnny bestellt, ne? Ist schon bezahlt? Nee. Nee, der ist noch nicht bezahlt. Ja, nee, da das. Dann sollten wir es lassen, ja. So, einmal rum. Dann wollen wir mal gucken. Ah, ja. Lieferung macht 200 pro Tier. Sieht denn das aus? Soll ich die erste Ding schon mal zurückzahlen? Ja, mach mal 10.000 schon mal an Rate. So, ich habe keine Ahnung, wie viele Tiere ich jetzt gekauft habe. 125. Müssen wir mal rechnen. So, gucken wir mal. Also 125.000 geteilt durch 2.500. Ja, 50 Kühe sollten erstmal reichen für den Anfang, oder? Ja. Da kommen nochmal 10.000 Euro Liefergebühren mit bei, dann sind wir bei 135. Ja, wie viel würde kosten, wenn man Anhänger uns beim Dingsline, beim Sepp? Wahrscheinlich keine 10.000 Euro, da könnte man fast einen verkaufen. Warte, ich guck gerade mal, was wir denn haben hier. Weil wir die 50 Tiere, wenn dann auch auf einen Schlag dahin schaffen, ne?
Ja komm, ich zahl gerade mal. Also definitiv kriegen wir nicht mit einem Schlag die Tiere dahin. Guck mal oben aufs Konto, ich zahle 10.000 zurück. Ja. Alles klar, perfekt. Super. Dann wird gleich nochmal was abgehen für einen Drescher. Den gebe ich jetzt gerade zurück. Ja, gut, dann frag mal, was der kostet. Und für die Presse, ne? Die ist auch zurückgegeben. Ja. Vielleicht kriegen wir ja noch was für das Häckseln. Ja. Oder das, okay, damit pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir kaufen noch die Kühe und dann ist hier auch Ende, meine Lieben. Wir kaufen Kühe, sind dann gleich, lassen wir uns dann auch liefern, dann sind die da und dann geht es am einfachsten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Denkt dran, heute Abend Livestream wieder hier auf Twitch und natürlich mit den nächsten drei Aufnahmen. Vielleicht machen wir auch ein paar mehr, damit wir für Weihnachten natürlich alle frei haben, aber trotzdem möchten wir euch natürlich bedienen in den Folgen. Von daher, wir wünschen euch einen schönen Abend, bleibt gesund und euer Kolke. Ciao. Tschüss.